in einer Spider-Man-Lizenz. Wir sind übrigens immer noch bei Sega Mega Drive. So, The Revenge auf Shinobi. Auch Kult, kann man glaube ich sagen. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie Batman und Spider-Man dann in der Mini-Version auch drin gelassen haben. Ja, aber ist lustig, ne? Du hast gesehen, also es stand nur ein Hinweis auf Spider-Man. Geh mal weg hier. So. Gib auf. So. Das Ding hat auch, glaube ich, Sega selber gemacht, ne? Die Shinobi-Reihe. Das ist doch, glaube ich, deren eigene, ne? Also die Sachen, die sie selber gemacht haben, die haben, glaube ich, auch immer eine absolute Top-Portierung gekriegt. Oh, jetzt gehe ich aber voll tot hier. Alter! Treff ja gar nicht. Alter, ich werde hier gerade völlig gekillt, oder was? Was ist denn jetzt hier los? Jetzt wird's aber unverschämt. So. So, weg mit dir. So, auch weg mit dir. Reagiert. Da wollte ich. Das wollte ich nicht. Ein bisschen Perlen vor die Säue. So, weg mit dir. Ja, ist so wie Team Sonic, ne? Ja, aber. Acht. So, schön. Aber auf jeden Fall macht man mit der Shinobi-Reihe nichts falsch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ist ein bisschen anders wie bei Alex Kidd. Wo die Games teilweise wirklich auch seltsam unterschiedlich sind. So, da kriege ich da was ab. Ach so. So. Ja, Team Ninja. Ja, genau. Es ist nicht Ninja Gaiden. Wobei das ein interessantes Crossover wäre. Das wäre auch was für Smash. Aber ich glaube, es wäre schwierig, den Zuschauern von Smash Brothers zu erklären, dass Ninja Gaiden im gleichen Universum wie Dead or Alive spielt. So. Ne, da wollte ich doch hin. So. Haha. Da ist doch gar nichts. Wo will er mich denn hinschicken?
ist doch nix. Ja, da gehst du tot. Könnt ihr nochmal gucken, ob da noch was ist. Ach so. Da ist was. Wollen sie es aber wissen hier. Natürlich. Natürlich. Der schießt mir auch wieder in den Fuß. Ihr wisst ja, das ist ja mittlerweile Tradition. Headshot ins Knie oder Headshot in den Fuß? Auch. Alter, was ist denn hier los, ey? Er holt die Unterstützung und ich gehe tot. Naja, egal. Revenge of Shinobi. Putzig. Sollte man zocken. Hat man Spaß. Macht man auch nicht viel falsch, denke ich, ne? Genau. Aber trotzdem, wir haben ja noch was. Aber ja, ich notiere auch mal auf meine Liste von Serien, die wir, die Shinobi-Serie sollten wir uns auch mal genauer angucken. Bin ich mir ziemlich sicher. Bis gleich.